Hallo liebe Bücherfreunde, die Bibel ist ja auch genannt die Bibliothek, besteht aus 66 Büchern. Und zu fast allen diesen Büchern gibt es Kommentare und ganze Buchserien, die uns diese Bücher erklären. So auch zu dem biblischen Buch Nehemia. Und dieses Buch, dieses Kommentar heißt Bauen und Bewahren. Ich möchte euch kurz über die Geschichte Israels erzählen. Nach dem König Salomo haben sich die 12 Stämme Israels gestritten und in 2 Königreiche aufgeteilt. 10 Stämme Israels haben das Nordreich gebildet und nur die Stämme Juda und Benjamin haben zusammen das Königreich Juda rund um Jerusalem gebildet. Etwas später sind die nördlichen 10 Stämme von dem Weltreich der Assyrer erobert worden und die Menschen gefangen genommen worden. Und noch einmal später sind auch die Stämme Juda und Benjamin erobert worden, und zwar von den Babyloniern, und sind dann entführt worden nach Babylon. Während sie da in der Gefangenschaft waren, hat wieder ein neues Reich die Macht ergriffen, und zwar kam das Weltreich der Perser. Der Perserkönig Kyros ist für Israel in die Geschichte eingegangen, weil er hat den Israeliten erlaubt, wieder nach Israel zurückzukehren, wieder in die Hauptstadt Jerusalem zurückzukehren. Aber nur wenige der Israeliten, die in der Zwischenzeit in Babylon und in Susa gelebt haben, haben diese Einladung angenommen. Sie haben sich vielleicht etabliert dort, ihre Kinder sind dort aufgewachsen und so sind nur ganz wenige Israeliten zurück nach Israel. Mehrere Emigrationen hat es dabei gegeben. Ganz bekannt war die Gruppe, die mit dem Schriftgelehrten Esra nach Israel zurückkehrte, um in Jerusalem den Tempel wieder aufzubauen, der für viele Jahre zerstört war. Und eben in dem Buch Nehemia haben wir wieder eine neue Gruppe von Israeliten. Nehemia hatte eine ganz hohe Stellung bei dem persischen König Artaxerxes und er hat von seinem Bruder erfahren, in welcher Armut und in welcher Not die Israeliten in Jerusalem und dessen Umgebung leben. Und er hat sich vom König erbeten, ob er dorthin reisen kann, um seinen Landsleuten zu helfen und um in Jerusalem die Stadtmauer wieder aufzubauen. Diese Stadtmauer war nämlich niedergerissen, die Tore waren verbrannt und die ganze Stadt lag offen da. Und Artaxerxes hat dem Nehemia wirklich diese Genehmigung gegeben, hat ihm sogar noch Diener und Soldaten mitgegeben und Empfehlungsbriefe, dass er diese Arbeit wirklich machen darf. Das Buch Nehemia hat in der Bibel nur 13 Kapitel. Warum brauchen wir dann einen Kommentar mit 500 Seiten? Aber dem Autor Arend Rehners ist es wirklich gelungen, uns ganz, ganz viel aus diesen 13 Kapiteln herauszuarbeiten. Von Nehemia ist auffällig eine ganz hohe Begabung in Sachen Leiterschaft, wie er als einzelner Mensch die Israeliten motivieren konnte, den Bau der Mauer, der Stadtmauer in so kurzer Zeit wieder aufzubauen, wie er die Menschen motivieren konnte, den Gottesdienst wieder einzuführen und die Gesetze Gottes einzuhalten. Auch gibt es im Buch Nehemia mehrere hundert Namen, die genannt werden. Und der Autor, dem gelingt es, alle diese Namen zu übersetzen aus dem Hebräischen und die Bedeutung herauszuarbeiten und dann auch die Menschen nach ihren Familien einzuordnen. Er versucht dann auch, das Buch Nehemia zusammen mit dem Buch Esra zu sehen, um die Familien zusammenzuführen und vergleicht das auch mit den Namensregistern aus den Chroniken der Bibel. Also ganz faszinierend, was man aus diesem kurzen Bibelbuch alles herausholen darf. Bauen und bewahren kommt daher, weil die Israeliten die Stadtmauer von Jerusalem gebaut haben. Und er sagt, was wird heute gebaut? Der Herr Jesus baut die Gemeinde und alle die, die an ihn glauben, dürfen mitbauen. Manche von ihnen schleppen Ziegeln, andere machen Tore für die Stadtmauer. Jeder hat seine eigene Aufgabe. Und er ermutigt uns, diesen Vergleich immer wieder zu ziehen. Den Vergleich auch zum heutigen Israel, das wie damals umgeben ist
von Nationen, die ihnen nicht wohlgesonnen sind, die immer wieder lachen und spotten über Israel, genauso wie sie es vor 2400 Jahren gemacht haben. Bauen und bewahren.